Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Und ja, ich zeige euch heute Ghost Signal, Stellaris Game. Ich weiß, das Game ist nicht neu, aber ist bei mir total untergegangen und ich habe es jetzt mal längere Zeit getestet. Also längere Zeit heißt für mich so 3 Stündchen. Und ich muss sagen, ich finde es richtig genial. Also ich mag das Game einfach und ja, muss definitiv gezeigt werden. Das Game ist von Fast Travel Games, kostet aktuell 19,99 € im Pico Store und ist auch auf allen anderen Plattformen so erhältlich, die es so gibt. Ich glaube, wie PSVR 2 noch nicht, aber ansonsten schon. Ich spiele autark auf der Pico und ja, ich zeige euch das Game jetzt mal zur kleinen Story. Wir sind hier in diesem Bildschirm und dann empfangen wir ein Ghost Signal, also ein Geistersignal, also ein unbekanntes Signal. Und ja, dem wollen wir auf die Spur gehen und das machen wir auch. Und wir haben dann halt immer wieder verschiedene, ja, Galaxien, Universen, ich weiß nicht, wie man es so nennt, zeige ich euch gleich aber im Spiel. Man muss Ressourcen sammeln, man muss Kämpfe absolvieren und man kann sein Raumschiff so immer weiter ausbauen. Ich habe das Ganze schon ein bisschen gemacht, das Ganze geht unter Nachforschen. Also das Game ist so roguelike angehaucht, das heißt, wenn wir sterben, sind die meisten Sachen alle weg. Außer so Sachen, die wir hier so uns sammeln können und nachforschen können. Und ja, hier haben wir es auch. Ich habe hier schon mal ein paar Sachen so gemacht. Also Höhlentechnik habe ich verbessert und ja, Höhlentechnik 2. Dann kann man hier auch noch verstärkte Schubdüsen. Also wir haben so Düsen, wo wir ein bisschen schneller dann wegfliegen können. Das Ganze bezahlen wir hier mit diesem Rohstoff, sage ich einfach mal. Und hier haben wir Komponenten, wir haben hier Hilfe und diese ganzen Sachen können wir dann upgraden und die bleiben uns auch erhalten, wenn wir sterben. Das ist das Gute, das heißt, wir werden halt mit Verlauf immer besser und können somit auch viel besser kämpfen. Ich würde einfach mal sagen, schaltet frei Dröhnerreichweite und das machen wir auch. Dröhnerreichweite sind wie unsere normalen Raketen. Wie das Ganze so funktioniert, erkläre ich euch gleich nochmal im Spiel selber. Automatische Kanone kostet schon 375, was haben wir sonst noch? Was wir so bezahlen können, also aktuell noch gar nichts. Händler bieten insgesamt einen zufälligen mit 20% Rabatt an. Lassen wir erstmal. So, bevor wir ins Spiel gehen, zeige ich euch mal ganz kurz das Spielmenü, was wir für Einstellungsmöglichkeiten haben. Ja, hier haben wir 4 verschiedene Speicherplätze, die wir so benutzen können. Hier haben wir Tutorial, was wir abspielen können. Dann haben wir hier die Einstellungen. Hier haben wir als ganz am Anfang so. Hier haben wir unsere Haupthand, links, rechts. Berührungsinteraktion ermöglicht es, den Fingern und Tasten direkt zu berühren. Habe ich mal angelassen. Rotationsdarstellung und das habe ich jetzt erstmal auf ausgemacht. Ich meine, dass man so genau so drehen kann. Ich mache das Ganze mal auf 100 und dann seht ihr auch, ich hoffe, ihr seht das auch, dass hier so eine Vignette auftaucht und ich brauche die nicht, deshalb lasse ich das Ganze aus. Also ist einfach nur Vignette. Wer damit Probleme hat, schaltet das am besten auf 50 oder auf 100%. Ja, Kontrollvibration ist natürlich klar. Dann haben wir Schiffsbewegung, einmal Modus 1, Modus 2, Handbewegen, Hand anwinkeln. Lasse ich jetzt auf Modus 1, ist unser Standard. Dann haben wir allgemeine Benachrichtigungen, lasse ich auch erstmal auf aus. Also das sind so die normalen Standardeinstellungen. Ergebnis bei Spielende, zeigt Ergebnisbildschirm bei Spielende an. Ja, können wir einfach mal anschalten. Dann haben wir unsere erweiterte Datenbank. Das lasse ich alles mal auf aus. Magnetische Felder, automatische Scanner und so weiter. Dann haben wir einen Entspannungsmodus. Der ist nicht empfohlen. Hier, für dein erstes Spiel nicht empfohlen. Kann man aber machen. Man hat dann einen höheren Schutz. Man hat mehr Waffen, erweitertes Arsenal, Sondervermögen und so weiter und so fort. Also da, das kann man so ein Cheat-Menü nennen, sage ich einfach mal. Dann haben wir unsere Audio-Einstellungen. Auch ganz schön, dass wir hier schön einstellen kann alles. Wir haben einmal englische Stimmen. Wir können alles auf Deutsch und so weiter stellen, aber es gibt nur die englische Sprachausgabe. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Hier haben wir das Ganze auch. Und Hauptsache wir haben deutsche Untertitel, das ist ganz, ganz wichtig. Und hier haben wir unseren Hangar.
Ich denke, hier kann man noch Sachen freischalten. Hier haben wir unser Arsenal, was das Ganze kann. Und ja, man kann verschiedene Raumschiffe freischalten. Einmal die Aurora, dann die Pandora und dann die Iris. Und dafür muss man halt das Spiel einmal komplett absolviert haben. Ich denke mal, das geht nachher ganz gut. Ja, hier sind wir dann wieder im Nachforschungsmenü. Und wir haben einmal ein Hauptmission oder Hauptstory, die mache ich hier spielen. Und dann gibt es auch eine tägliche Reise. Und ja, hier kann man dann einmal täglich Punkte sammeln und ja, kann halt so ein paar Sachen verbessern, sage ich einfach mal. Wir gehen aber jetzt in den normalen Spielemodus. Da kommt so ein Geistersignal und wir sind weg. So, und hier haben wir unser Battlefield, sage ich einfach mal, was wir drehen können, wie wir wollen. Hier kommen schon unsere Angreifer. Und wenn man das Schiff bewegt, geht das Spiel in langsamer Modus rein. Hier haben wir unsere Waffen. Wir müssen nur auf das Raumschiff zielen und dann geht es auch schon los. Hier haben wir einen Laser, der geht relativ weit. Die normalen Waffen gehen nicht so weit und die Raketen würde ich nur für die ganz großen Schiffe nutzen. Und die normalen... So, jetzt haben wir das hier ganz absolviert. Dann kann ich euch ein bisschen was erklären. Das sammeln wir gleich auf. Also hier haben wir unsere normalen Dröhnerraketen. Die werden auch immer wieder aufgefüllt. Die werden nicht mehr aufgefüllt, die Raketen. Sind aber immens stark und haben eine riesige Reichweite. Und der Laserstrahl ist auch nicht schlecht. Hat eine große Reichweite, aber ist halt nicht so stark wie die normalen Dröhnerraketen oder die richtigen Raketen. Und... ja, über Button haben wir hier einmal die Möglichkeit, wo wir hinwollen. Wenn ich dann noch einmal Trigger drücke, habe ich noch einen zweiten Wegpunkt, den wir uns dann markieren können. Und den fliegt er dann auch einfach ab. Und dann haben wir noch eine Schubdüse, die habe ich jetzt benutzt. Weil manche manche Raumschiffe gehen auf Konfrontation und ja, wollen einen rammen. Das macht immensen Schaden und den sollte man definitiv aus dem Weg gehen. So, jetzt können wir diese Gesteinsformation hier scannen und alles, was so ein bisschen blinkt, wie hier das jetzt, da sind Ressourcen, die wir brauchen. Die können wir dann mit einem Laserstrahl, also linker Trigger, haben wir hier so einen Scanner. Da unten ist noch ein kleiner, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, der Laser kriegt den auch noch nicht. Jetzt aber. So, und dann können wir die auch mit unserem Scanner einsammeln. Hier haben wir immer die Punkte. Und jetzt scannen wir dieses Objekt mal. Please make your choice, Captain. Neugierige Seele, Wahrscheinlichkeitsantrieb. Das ist ja cool. Wahrscheinlichkeitsantrieb erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass alle wahrscheinlichkeitsbasierten Effekte ausgelöst werden, um... Es ist riskant, eine weitere KI zu installieren, um den Input genau zu berechnen. Das Risiko ist für uns jedoch zur Selbstverständlichkeit geworden. Ja, also, wie man schon sieht, man sammelt immer irgendwelche Upgrades ein und muss dann gucken, was passt am besten. Manche haben sogar negative Effekte auf uns. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Erhöht, die man über Feinde erlangt, um... Komm, das nehmen wir einfach. Gar nicht so schlecht. Und ja, wenn wir uns mal umgucken, also ist schon echt schön gemacht. Der Soundtrack, der passt total, finde ich. So, und wir können uns halt hier überall schön bewegen. Und ja, hier haben wir dann unseren Wegpunkt, unseren Navi. Und das ist die Sektorkarte, in dem wir uns befinden. Genau, Sektor habe ich eben gesucht, das Wort, wo ich Galaxis gesagt habe, oder Universum. Also hier können wir jetzt nicht anders, wir müssen hier hin. Nachher kann man aber entscheiden, wo wollen wir dann hin, welchen Weg gehen wir dann. Und ja, das sind die Sektoren, die einzelnen, die wir dann abgrasen müssen und bestehen müssen auch. Okay, wir gehen jetzt mal dahin, müssen wir kämpfen, das geht nicht anders. So, wir bewegen uns mal langsam so ein bisschen weg. Scannt schon mal was.
So, diese Sachen sammeln wir am besten alle mal auf. So, da kommt ein größeres Schiff. Da gehen wir direkt mal auf Abfangkurs. So, unsere ganzen 20 Raketen drauf, Dönerraketen. Und schon haben wir das auch bestanden. Jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwo noch was ist, was wir einsammeln können. Aber sieht aktuell nicht so aus. Okay, dann lohnt sich auch nicht, dann weiter zu gucken. Man kann das Spiel bequem im Sitzen spielen, weil ich kann mir ja jederzeit das Geschehen ändern, wie ich möchte. Ich finde es cool, im Stehen zu spielen. Von daher müsst ihr selbst entscheiden, im Stehen oder im Sitzen zu spielen. Das muss dann jeder für sich selbst wissen. So, hier haben wir Kampf, Kampf, Kampf. Das ist ganz normal. Das ist diese Anzeige hier. Dann haben wir hier einmal einen Waffenhändler. Dann haben wir einen Elitekampf. Kommen dann aber auch zu einem Schiffswrack, wo wir dann auch Sachen sammeln können. Und hier ist ein Fragezeichen, da weiß man noch nicht, was es ist. Ich würde fast sagen, dass wir hier hingehen und dann zum Waffenhändler. Schauen wir mal, was uns das bringt. Und wir machen einfach mal einen Durchlauf und mal schauen, wie weit ich komme. So, das haben wir schon dann geschafft. Jetzt scannen wir noch mal kurz die ganzen Brocken hier. Hier haben wir noch einen, den wir benutzen können, um was einzusammeln. Und dann kommen wir auch schon zum Waffenhändler. Am Anfang sind die richtig knackig, diese Kämpfe. Jetzt habe ich natürlich das Schiff auch schon ein bisschen abgegradet. Das heißt, es wird ein bisschen einfacher, aber nachher wird es umso schwerer. So, den scannen wir jetzt mal. Dann haben wir hier unseren Waffenhändler. Wir haben hier 98 gesammelt, das heißt, wir können uns noch gar nichts leisten. Lässt die Ziele von Feuer fangen, bla 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 und so weiter und so fort. Also wir können jetzt wirklich hier uns verbessern, wenn wir den genug Ressourcen gesammelt hätten. Aggressive Aura. Sind coole Sachen dabei, nützt uns jetzt nicht, ist sehr schade. Hätte ich mir sparen können. Okay, gehen wir mal zur Kreatur. Und hier kann es auch passieren, dass jetzt hier erstmal Kämpfe kommen. Solange der noch weiter weg ist. Ja, der rammt uns, okay. Das war jetzt nicht gut. Laser raushauen. Die grünen Raketen sind noch nicht alle fertig. Der hat uns richtig übel getroffen. So, mal hier weg. So, und jetzt können wir uns auch um den Kollegen hier kümmern.
Neue Scans hinzugefügt. Ach, da haben wir. Betäubungsdröhner, Level 3. Level 1, 3%. Okay. Natürlich nicht schlecht, so Betäubungsschüsse. So, jetzt haben wir den nächsten Sektor. Wo gehen wir dann hier lang? Elitekampf? Fragezeichen. Komm, wir gehen zum Fragezeichen. Erstmal weg hier. Die Kämpfe waren jetzt nicht so gut, weil die uns ziemlich oft getroffen haben. Das Ganze können wir aber auch reparieren, wenn wir dazu kommen. Jetzt werden wir definitiv mal die Raketen holen. Das geht schon gar nicht anders. So, das Große haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Jetzt können wir uns auch um die leuchtenden Objekte kümmern. So, wenn wir jetzt nochmal einen Waffenhändler hätten, dann könnten wir uns wahrscheinlich dann was holen. So, hier werden uns unsere Perks angezeigt, die wir jetzt aktuell haben. Wir können jetzt auch hier direkt verbessern. Ja, diese Perks, die bleiben dann, bis wir sterben. Betäubungsdröhner recyceln, also wir können die auch verlieren, dann kriegen wir 50 Punkte oder wir verbessern die. Aber ich warte jetzt erstmal, bis wir nochmal eventuell zu irgendeinem Waffenhändler oder sonst was kommen. Erstmal gucken, was das Fragezeichen bedeutet. Aber ich finde, man kann hier echt schon gut Zeit verbringen. SOS, wir werden angegriffen, wir sind ein Handelsschiff, wir sind nicht für den Kampf ausgerüstet. Hilfen, ja klar. Klar helfen wir. Mehr draufdröhnern. Jetzt haben wir aber denen auch nicht helfen können, weil die auch noch explodiert sind. Das ist natürlich echt bitter. Schade, schade. Hätte ich gerne geholfen. So, da kommt der Nächste. Der uns wahrscheinlich. So, die Dröhner laden auf, wir warten einfach mal. Ist nicht immer direkt gut, wenn man. So, jetzt fliegen wir den hinterher. Das ist doch schön. Aber blöd, dass wir nicht helfen konnten. Händler für Alltagsgegenstände. Mal schauen. Aber hier kann man nichts mehr sammeln, ne? Nee, okay. Dann mal direkt zu ihm. Oh. Ist aber süß. Sei gegrüßt. Köderdrohnen, Schildbetäuber. Jacks Bindung. Was ist denn Jacks Bindung? Anzahl der Sektoren bis entsteht. 9. Und da warst du unser kleiner Liebling. Wir lieben dich über alles, deine Mutter und ich. Das ist natürlich nicht schlecht, ne?
Das ist nicht schlecht. Komm, wir nehmen mal die Drohne. Betäubt alle Feinde, wenn der Schild des Schiffs erschöpft ist. Betäubungsdauer. Schilder haben einen fiesen Rückschlag, wenn sie schließlich zusammenbrechen. Wenn wir diese magnetischen Kräfte nutzen, können sie Feinde umhauen. Okay, und wenn unser Schild erschöpft ist, meinen die, ne? Ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was das ist. Komm, das holen wir. Nimm mal einfach mit. Jacks Bindung. Jetzt haben wir nochmal hier einen Kampf. Da haben wir auch noch unsere Drohne, die mitfliegt. Noch ein dicker Fisch. Wir haben noch eine dicke Rakete, die nehmen wir jetzt auf. Mehr haben wir jetzt nicht anzubieten. Ui. Das hat echt gut was gekostet. Aber jetzt kommen wir zunächst zum Tüftler. Da können wir auch wieder Upgrades sammeln oder erstehen. Aber auch negative Sachen. Also wir haben jetzt drei Tüftler. Da können wir uns jetzt aussuchen, zu wem wir gehen. Die bieten alle was Unterschiedliches an. Also der repariert uns unser komplettes Schiff für 100. Das würde ich als erstes machen wahrscheinlich. Aber lass uns mal schauen, was die anderen noch anbieten. Raketen, ich helfe dir gegen einen. Also haben wir eine Rakete mehr von den dicken Raketen. Ist nicht schlecht. Wenn wir jetzt unendlich hätten, würde ich sagen, okay, machen wir. Und er könnte uns jetzt einen Defekt, wir haben noch keinen, streichen. Also wenn man Upgrade sammelt, haben manche positive und gleichzeitig aber negative Wirkungen. Der könnte uns die negativen wegnehmen. Wir reparieren aber unser Schiff. Und das ist für uns erstmal am wichtigsten. Und jetzt geht's zur Chimäre. Bis da war ich einmal und bin gestorben. Den Ball haben wir direkt eine dicke Rakete drauf. Die sammeln natürlich, oder die bekommen natürlich einige seiner Energie, oder haben einige seiner Energie. Sollten wir ein bisschen näher ranziehen. So, erstmal das Schild wegknallen. Mal, wenn wir den jetzt haben,
Jetzt haben wir nur noch eine Chimäre. Heißt aber nicht, dass es unbedingt leichter für uns wird. Oh. Wir haben keine Rakete mehr, okay? Nicht unbedingt gut. Oje, oje, oje. Wir gehen mal ein bisschen näher ran jetzt hier. Oder fliegen einmal rum. Yes! Und den sammeln wir gleich. Erstmal den hier. Der Kampf war echt nicht schlecht. Anything good, Captain? Hüllenwiederhersteller. Hülle haben wir eigentlich, ne? Schildbetäuber. Erhöht die Effektivität in allen Fällen, in denen repariert wird, um... Ah, okay. Na komm, jetzt diesmal nehmen wir den Schildbetäuber. Und dann gehen wir mal weiter. Nächster Sektor. Elitekampf, Waffenhändler. Mit 140, wir könnten uns vielleicht eine Waffe holen. Komm, wir gehen zum Kampf und dann zur Kreatur. Vielleicht bekommen wir da auch noch was. Aber viele Wege führen hier nach Rom. Also der Schildbetäuber ist gar nicht schlecht, wie ihr seht. Weil wir sind immer am Schild hier am Ende gewesen. Und ja, jedes Mal gab es dann diese Explosionswelle. Gar nicht verkehrt. So, jetzt zur Kreatur. Kann natürlich sein, dass wir die jetzt erstmal beschützen müssen. So sieht es auch aus. Schild wegknallen und dann... So, jetzt haben wir noch das, die Kreatur. Na,
neue Scan-Daten hinzugefügt. Okay, die sind natürlich auch wichtig. Diese Punkte, die können wir am Ende dann, um unser Schiff zu verbessern, auch dauerhaft zu verbessern, dann benutzen. Okay, jetzt müssen wir zum Fragezeichen mal schauen, was da kommt. Okay, hier haben wir einen Planet, den wir scannen können. Captain, our scanners have discovered a massive subterranean facility on this arid world. The purpose of the facility is unknown. There isn't much inside to help us discern its purpose. However, the crew reports an active terminal. It is requesting a connection with the ship. Also, es kann jetzt positiv sein für uns, aber auch negativ. Ich gehe einfach mal Anfrage genehmigen. Mal schauen. This system is clearly very advanced. It is requesting to reshuffle our technology. For what purpose, I do not know. Also, wir können jetzt eventuell hier einmal Level plus Level 3 bekommen oder aber Level, minus Level 1 irgendwas. Umwandlungsanweisung. Komm, wir probieren das. This is the most impressive facility I have ever encountered. The effortlessness with which it interfaced and modified our technology puts it eons ahead of human capability. Indeed, Captain. If it wasn't for our mission, I would have unshackled myself from the ship and merged with the facility. Also, wir haben jetzt unsere Verbesserung. Schildbetäuber ist weg. Dafür haben wir aber, glaube ich, hier diesen sprunghaften Laser bekommen. Also, eine ist weg. Dafür haben wir was auf Level 3 bekommen. Ist immer so eine Sache, ne? Muss man sich gut überlegen und auch ein bisschen Risiko eingehen. Okay, Elitekampf. Jetzt bin ich gespannt. Elitekämpfe sind immer hart. Sagt der Name ja schon. Wir versuchen uns mal schon mal so ein bisschen dahinter zu verstecken. Hier sind wir eigentlich ganz gut aufgehoben. Lass mal gucken, was hier passiert. Wir sind zu weit weg. Okay, wir müssen da erstmal den. So, schnell die Sachen hier einsammeln. Ich wollte gerade sagen, das war es doch noch nicht. Okay. Jetzt haben wir wieder was gefunden. Anything good, Captain? Schwere Raketen, Dröhnerreichweite. Erhöht die Erfassungszeit von um 35% sowie den Schaden um Level 20. Und was ist das mit der Reichweite hier? Ist auch nicht schlecht. Manchmal ist die Reichweite echt extrem schlecht bei den Dingern. Komm, wir machen die Dröhnerraketen ein bisschen besser. So, zum nächsten Kampf. Nach dem Kampf ist vor dem Kampf, ne?
die werden immer besser. Oh je, das ist schon. Wird schon langsam anspruchsvoller. Okay, jetzt können wir erstmal hier schauen. Hier sind alles Sachen, wo wir uns was holen können. Okay, hier ist aber nichts mehr. Okay, nächster Punkt. Oder nächster Sektor. Waffenhändler. Jetzt haben wir wenigstens was. Also lohnt sich definitiv. Hier könnte natürlich auch was richtig Gutes sein. Hier haben wir zweimal Kampf. Oh je, es wird nicht einfacher. Aber gehen wir mal zum Waffenhändler und mal schauen, was wir da für unser Schiff bekommen können. 1000 Sasa. Gefrierstrahl, schwere Raketen, Dröhnersequenzen. Erhöht den Schaden und den Schussumfang für jede ausgerüstete Rakete. Waffenschaden pro 2%. Na komm. Und ein Gefrierstrahl. Das ist gut. Kommt jetzt nicht so. Komm. Hauptsache, wir haben eine Verbesserung drin. So, hier haben wir noch was. Dann müssen wir auch zum nächsten. Jetzt kommen zweimal zwei Kämpfe. Oder zweimal einfach Kämpfe. Gespannt, wie hart es jetzt wird. Passiert. Oh, der hat sich geteilt. Okay. So. Das war's schon mit dem Kampf hier. So, wir haben auf jeden Fall schon mal zwei große Raketen, das ist gut, falls wir jetzt noch mal in einen richtig harten Kampf kommen mit einem großen Schiff, kann man die dann auch nutzen.
jetzt sind wir auch kaputt gegangen. Das war hart. Ja, so kommt es. Das musste passieren. Aber wir haben hier gut eingesammelt. Das heißt, wir können da gleich mal nachforschen. Ja, diese Sachen sind natürlich weg. Wir haben eine Spielzeit von 28 Minuten. Aber es reicht auch erstmal, um euch das hier so ein bisschen nahe zu bringen, das Game. Also ich bin richtig Feuer und Flamme. Ich finde das richtig gut, das Game. Auch nicht so mega anstrengend, einfach so ein bisschen kämpfen. Ja, also immer wenn man stirbt, wird hier diskutiert, warum, wieso, weshalb und ja. I cannot foresee what awaits us there, Captain. Though whatever it is, it feels like the heart. So, jetzt gehen wir nochmal auf Nachforschen und wir haben natürlich jetzt für die größeren Sachen natürlich nicht so viel. Das sind immer hier 250. Da müssen wir den aber auch erstmal mit versorgen, sage ich einfach mal. So, die Komponenten. Hier haben wir repariert beim Recyceln. Dann haben wir automatische Kanone. Ist natürlich auch nicht schlecht. Würde ich fast auch nehmen. Recycling Effizienz. Nee, das halte ich erstmal für unwichtig. So, die automatische Kanone würde ich mal nehmen. Was haben wir hier denn so? Hüllentechnik. Ist natürlich mega wichtig. Dann haben wir hier noch verstärkte Schubdüsen. Ich würde die Hüllentechnik erstmal verbessern. So, das kostet natürlich dann schon 500. Wegpunkttempo um 1. Kostet aber auch 500. Was haben wir hier so noch? Kann man natürlich sowas Kleines kann man natürlich auch mal nehmen. Na komm. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Schiffs außerhalb des Kampfes um 100%. Außerhalb des Kampfes, okay. Kostet 250. Was kommt denn als nächstes hier? Erweiterte Datenbank. Diplomatie. Ah. Komm, jede Reise beginnt man schon mit Kohle. Das ist natürlich auch gut. Komm, das nehmen wir. Hat man halt schneller, wenn man beim Waffenhändler ist, schneller halt mal die Sachen. Ja, und jetzt könnten wir halt nochmal los, könnten unsere Verbesserungen testen und so geht es dann immer weiter. Ich finde das Spiel richtig, richtig gut. Ich mag's. Und ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Habt ihr es schon gespielt? Ist es was für euch? Hat euch das genauso gut gefallen wie mir? Also ich finde 19,99 € ist hier echt nicht zu viel. Man hat ja ein cooles Spiel. Wenn man auf diesen Modus, diesen Roguelike-Modus steht, ist man hier genau richtig. Und ich finde es auch nicht so anstrengend. Man kann sich schön auch auf den Boden setzen und das zocken. Also mega gut. Und ich glaube, hier kann man richtig viel Zeit investieren. Mir ist es bisher noch nicht langweilig geworden. Ich weiß nicht. Man kann ja immer Sachen freischalten, die wieder testen. Man merkt auch, dass man besser wird. Das ist das Gute. Man merkt ja wirklich, okay, das hat jetzt was gebracht, der vorherige Durchlauf. Und ja, auch die ganzen Wegpunkte, die man immer gehen kann. Es kommen immer andere Sachen auf einen zu, man verliert Dinge, man wird besser und mir gefällt eure Meinung gerne unter die Kommentare und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, gerne jetzt auf Abo-Button drücken und nichts mehr verpassen, was auf meinem Kanal so läuft. Mann, ist das schwer. Und würde ich mich mega freuen, wenn ihr mich dahingehend auch unterstützt. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.